Janine ist hier. Janine, Hallo. 22. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Hallo, Janine. Hallo. Und zwar kann ich mich nicht dazu durchringen, eine Drogentherapie zu machen. Eine Drogentherapie. Genau. Ich bin seit 8 Jahren drogenabhängig. Was nimmst du für Drogen? Alles. Alles, was ich kriegen kann. Also von harmlosen Sachen bis hin zu Heroin, Kokain. Na, Heroin nicht mehr. Das hat mit 15 oder so eine Weile, 2, 3, 4 Wochen, das nicht. Aber ansonsten Kokain, alles. Crystal ist gerade meine Hauptsorge. Was ja eine ganz, ganz schlimme Droge ist, Ja, das weißt du. genau. Hast du im Moment, während wir jetzt gerade hier reden, auch was genommen? Nee, heute nicht, nee. In der Woche kann ich mich immer noch relativ zusammenreißen, so. Aber wenn es nur zum Wochenende zugeht, so morgen, mache ich mir dann schon einen Plan, wo ich Geld herkriege, meistens durch Anschaffen, so, ne? Ach so, das kommt auch noch hinzu, dass du das, die Kohle Genau. durch, gehst auf den Strich, ganz normal. Ja, seit ein Jahr, seitdem ich crystal-abhängig bin. Wie viel Geld brauchst du so im Monat für Drogen? Oh, viel, viel, viel. Wo es ganz schlimm war, habe ich jeden Tag konsumiert. 2, 3 Gramm am Tag und 1 Gramm kostet 70 bis 80 Euro. Oh je, und das jeden Tag. Also, ja. Aber jetzt so am Wochenende 100, 200 Euro, ne? Wo konsumierst du die Sachen dann? Gehst du dann irgendwie Zu Hause? Nee, zu nur Hause? zu Hause. Alleine? Alleine. Ja, mit ein paar Freunden, die halt auch konsumieren. Ja, was machst du die Woche über so? Schlafen. Mich Schlafen. ausruhen, mein Körper ausruhen, weil ich bin schon vom Körper her ganz schön fertig, so, ne? Also. Jetzt tut jeder Knochen weh und alles. Es ist wie, als ob ich 80 Jahre alt wäre, denn. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, na klar, schon Ja. seit, auch schon seit 8 Jahren. Seitdem ich abhängig bin, bin ich auch alleine. Und wer finanziert das? Wie funktioniert das? Na, ich finanziere mich selber halt durch Anschaffen. Ach so, das auch. Das heißt, die Miete und so und das Essen, was du brauchst, bezahlst Ja, du auch. mein Vermieter ist ein Freier von mir. Ach so, aber da Ja. besteht dann auch gleich ein Abhängigkeitsverhältnis, dass du da immer mit dem zusammen bist. Genau, genau. Kontakt noch zu den Eltern? Nein. Gar nicht mehr. Schlimme Kindheit gehabt und wo ich dann halt das erste Mal Drogen genommen habe, haben sie es halt nicht verstanden und dann bin ich ausgezogen und seitdem habe ich ganz wenig Kontakt. Ah ja. Einmal im Jahr oder so, die interessiert das auch nicht, was mit mir ist. Und ich nicht, was mit denen ist. Ja. Hast du einen Schulabschluss gemacht? Nein, Nee, gar nichts. Auch gar nicht, nichts. natürlich nichts gelernt Doch, angefangen 2,5 Jahre und ein halbes Jahr hätte ich noch gemusst, aber bin dann rausgeflogen. Oh, und was hast du Auch angefangen? Malerin, Lackiererin. Wie ärgerlich. In Ja. zweieinhalb Jahre schon gemacht und dann Ja, rausgeflogen. genau. Und ab und zu jobbe ich auch noch so nebenbei, so renoviere Wohnungen für Freunde oder so. Das mache ich dann auch noch. Also handwerklich bist du schon talentiert. Begabt, Ja, und genau. macht dir auch Spaß, sowas zu machen. Ja, ist mein Traumberuf so. Ich wäre gern Künstlerin. Hast du irgendeinen nahen Menschen? Hast du eine Partnerschaft oder Nein, gar gar nichts. nichts? Ich kann keine Beziehung mehr zu Männern aufbauen. Ist Ja. klar, oder? Hast du einen guten Freund oder eine gute Freundin? Nee, hier nicht mehr. Ich bin umgezogen vom Heimjahr und ja, bin hier ganz allein so. Also ein sehr einsames Leben. Ja. Wohnst du in eher einer ländlichen Gegend? Jetzt so in einer ein bisschen größeren Stadt, vorher in der ländlichen Gegend, ja, Ah im ja. Dorf halt, ne? Im Osten und jetzt wohne ich im Westen. Ja. Und das ist dann schon ein großer Unterschied, so Freunde zu finden, weil ich ganz anders bin wie die hier so. Also 8 Jahre Drogenkarriere und dann erst jetzt 22 Jahre alt sein, so wie du es bist, Ja. das ist schon eine harte Sache, finde ich. Genau. Wie viel Mal hast du denn schon versucht, eine Therapie zu machen? Also noch gar keine Therapie, deswegen, ich kann mich nicht überwinden, eine zu machen. Warum kannst du dich nicht überwinden? Weil ich halt vom Sternzeichen her Stier bin, ein richtig großer Sturkopf. Und wenn mir, ich habe nie gelernt irgendwie, dass mir irgendwer sagt, was ich machen oder tun soll. Und wenn ich das mache, glaube ich, dass ich da immer mehr auf stur stelle und dass noch alles schlimmer wird wie vorher. Könntest du dir denn selbst sagen, ich mache das jetzt? Das heißt, du kannst dir selbst auch keinen. Ich kann mich nicht überwinden, zu sagen, aufhören. Geht nicht, weil das Wobei, mein Leben geworden ist. ja, wobei das ja kein Leben ist. Ja, genau. Du hängst halb in der Gosse. Genau. Ne? Du gehst anschaffen, die ganze Woche liegst im Bett und lebst für das Wochenende, wo du dann auch wieder alleine bist, um irgendwelche Drogen zu konsumieren. Und du sagst selbst, Genau. gerade dein Körper, obwohl du erst 22 Jahre alt bist, dein Ja. Körper fühlt sich an, deiner Ja, Meinung nach, gut. wie von einem alten Menschen.
Genau, ich brauche schon die Woche, um mich auszukurieren, ne? Mhm. Weil mir tut alles weh und so schon. So, jetzt kann man ja so als Zuhörer denken, naja, die Janine, die ist clever, die kann zumindest ihre Situation ganz klar beschreiben. Kann ich, ja. Die weiß, was los ist. Ja. Die weiß, in welcher heiklen Lage sie sich befindet. Genau. Ne? Dann müsste die verdammt nochmal auch den Hintern hochkriegen. Ja, und das kriege ich halt nicht, zu gar nichts. Ich gehe nicht zum Arbeitsamt, nichts. Ja, das ist, glaube ich, auch erst der zweite Schritt. Wie du jetzt drauf bist, brauchst du auch nicht zum Arbeitsamt zu gehen. Das funktioniert sowieso nicht. Nee. Das muss man von der anderen Seite anfassen. Die Hauptsache ist, dass du von den Drogen wegkommst. Ja, aber wie? Ja, Therapie. Ja, natürlich. Indem du was unternimmst. Indem du aber dann schmeiß ich ja mein Leben weg, weil Drogen sind mein Leben, ne? Ja. Du schmeißt, Janine, weißt du, was du gerade gesagt hast? Dann schmeiße ich mein Leben weg. Du schmeißt jetzt im Moment dein Leben weg. Ja. Das dauert nicht mehr viele Jahre, dann liegst du auf dem Friedhof. Ja, das denke ich auch. Das geht vielleicht noch eine Weile so, aber du baust immer mehr ab. Du wirst immer mehr, wirst du ein Wrack. Das bin ich schon. Das bist du schon, ja. Das kannst du mir glauben. Also ist der Satz, ich schmeiß mein Leben weg, natürlich unsinnig, was du gerade sagst. Hm. Das tust du im Moment. Ja, das stimmt. Wenn da noch ein Funken von Sehnsucht ist, ein Funken von Hoffnung, irgendwann mal was Schönes zu machen, du sagst, das ist mein Traum, ich möchte Künstler sein, ich möchte erstmal ein Handwerk lernen, ich möchte malen vielleicht. Ja. Oder vielleicht auch mal zu irgendjemandem eine Freundschaft aufbauen, vielleicht mal einen Menschen näher an sich heranzulassen, dann musst du etwas unternehmen. Jetzt hängst du da wie ein nasser Mehlsack und lässt alles so gehen. Das stimmt, ja. Aber die Sucht, ne? Ist mir völlig klar, da müssen wir gar nicht drüber reden. Und ich will das auch nicht klein reden, wenn ich erahne, wenn du 8 Jahre dieses Leben führst, wie ungeheuer schwer es ist, da rauszukommen. Das ist wohl wahr, ja. Aber es gibt Menschen, die genau so etwas schon geschafft haben. Oder die vielleicht noch tiefer schon in der Gosse lagen und es trotzdem geschafft haben. Ja. Es liegt an dir, es ist deine Entscheidung. Es ist im Prinzip eine Entscheidung, will ich leben? Oder will ich mich für den Tod entscheiden? Im Moment hast du dich für den Tod entschieden. Da sagst du was. Ja. Und kein Mensch von außen kann dich an den Haaren ziehen, dahin, wo du hin solltest. Das musst du alleine machen. Es gibt genügend Möglichkeiten, dass dir Menschen helfen. Aber dazu musst du innerlich den Schalter umlegen und sagen, ja, ich möchte es zumindest. Und ich nehme. Ja, das kann ich ja nicht. Bitte? Das kann ich halt nicht. Ja, aber das musst du. Da musst du dich. Ich habe ja auch den Eindruck, so wie du redest, dass du auch noch nie mal du hast ja noch nie einen Versuch unternommen. Nee, habe ich auch nicht. Dass du auch nicht kämpfst. Du kämpfst nicht. Nee. Ich habe noch nie irgendwie versucht aufzuhören. So, und da kommen wir nicht weiter jetzt. Wenn du nicht sagst, ich will es zumindest versuchen. Na, versuchen würde ich, ne? Aber ich kann mich halt nicht durchringen dazu. Ja, aber es ist ja absurd, was du jetzt sagst. Ja. Weil ich Angst vorhabe, ne? Ja, aber das ist alles egal. Es ist alles egal. Du, wenn man Angst hat, muss man in die Angst reingehen. So kann man sie besiegen. Und man darf nicht vor der Angst weglaufen. Der allererste kleine Schritt wäre für dich, ich meine, du hast ja immerhin hier angerufen. Kompliment. Ja. Kompliment. Naja, ich guck dich auch jeden Abend. Ja, Kompliment. Finde ich schon mal nicht schlecht. So, der zweite Schritt wäre vielleicht, wir geben dir jetzt mal gleich ein paar Sachen an die Hand. Ja, das wäre schön. Dass du morgen zu einer Drogenberatungsstelle gehst. Ja. Ist ja alles noch völlig unverbindlich. Einmal habe ich gemacht, nach meiner ersten Drogenerfahrung halt mit Trompetenblumen, ne? Da bin ich den Tod fast von der Schippe gesprungen, möchte ich mal behaupten. So, das war schon krass. Und da bist du hingegangen damals? Ja, einmal, ne? Ja, so. Aber dann nicht wieder und dann bin ich hängen geblieben. So, und jetzt musst du nochmal gehen. Und wenn du kurz vorher da vor der Tür stehst, und dann wieder nicht reingehst, dann musst du übermorgen hingehen. Und wenn es übermorgen nicht klappt, dann musst du in 3 Tagen hingehen. Nur so geht es. Können die mich einfach in Therapie schicken? Bin ich nicht, auch wenn ich nicht will? Nein. Nein. Wenn die nicht. Nein, du brauchst ja keine Angst haben. Das wusste ich nämlich auch nicht. Nein, du brauchst keine Angst haben. Es sei denn, du sagst, Leute, helft mir, ich kann nicht mehr, dann setzen die alles in Bewegung. Aber es wird niemand Zwang auf dich ausüben.
Okay. Deswegen ist ja das Gute, dass man sich selbst dafür entscheiden muss, weil das ist eh der beste Genesungs-, die beste Grundlage, um gesund zu werden, wenn man selbst den Willen hat. Das ist ja bei jeder Krankheit genauso, bei jeder anderen Krankheit auch, und du bist schwer suchtkrank. Ja, das stimmt. Wir geben dir jetzt ein paar Anlaufstellen an die Hand. Okay. Wir rufen dich jetzt zurück und dann musst du es entscheiden. Bedanke ich mich, Herr Domian. Mach weiter so. Alles Gute. Mach's gut, tschüss.